Ja, mein neuer Router ist da, beziehungsweise mein zweiter Freifunkrouter, und ich mache jetzt ein kurzes Story-Tutorial und wir richten den jetzt halt gemeinsam ein. Wichtig ist darauf zu achten, dass ihr die richtige Version des Routers habt. Also hier ist es jetzt die Version 9. Höchstens nutzbar die Version 12. Die Version 13 wird aktuell nicht unterstützt von Freifunk. Ja, neben dem Router, dem Netzteil, braucht ihr dann auch noch ein LAN-Kabel. Ja, und jetzt gehen wir dann mal an den PC, an die Einrichtung und machen dort alles weitere. Als nächstes verbindet ihr dann den Router mit dem Strom und euren PC und den Router über ein LAN-Kabel. Und wichtig, darauf achten, dass auch eingeschaltet ist. Das seht ihr hier, weil dann die Lichter anfangen zu blinken. Und wenn der Router dann hochfährt, können wir schon mal auf unsere Webseite der Freifunk-Community gehen und hier dann auf Firmware installieren. Dort seht ihr dann eine Anleitung, wie alles funktioniert und was ihr alles zu machen. Dann müssen wir uns noch die richtige Firmware-Version downloaden. Das machen wir hier über Stable. Da gibt es einen Link auf dieser Beschreibung, wo wir gerade waren, Factory. Und suchen uns dann hier den passenden Punkt aus. Hier jetzt die Version 9 für meinen Router. Genau, dann einfach draufklicken und die Datei auf eurem PC speichern. Und dann geht es auch gleich weiter. So, dann gehen wir jetzt auf diese IP-Adresse 192.168.0.1 und kommen dann auf das User-Interface des TP-Link-Routers und loggen uns dann mit Admin ein. Sehr sicher natürlich. Ja, jetzt hier angekommen im User-Interface, gehen wir dann auf System-Tools, auf Firmware-Upgrade. Und dort durchsuchen wir dann unseren PC nach der gerade heruntergeladenen Version und machen dann gleich weiter. Ich habe jetzt die Datei ausgewählt, bin dann auf OK gegangen, habe dann bestätigt mit Ja, ich will es machen. Und jetzt rebootet das System, also der Router wird neu gestartet und dann ist der Router geflasht. Ja, das kann auch einen kleinen Moment dauern, also lasst euch da nicht verwirren. Ganz wichtig, nicht abbrechen, die Seite verlassen oder irgendwo auf X klicken. Lasst das Teil einfach machen. Und jetzt ist er auch schon fertig und wir können gleich weitermachen. So, jetzt müssen wir uns mit der neuen IP-Adresse auf den Router draufschalten. Und zwar ist es die 192.168.1.1, also statt der 0 einfach eine 1. Und jetzt halt kommen wir hier auch auf die, so natürlich nicht auf die, sondern auf das Freifunk-Interface und dort geben wir jetzt dann die ganzen noch fehlenden Daten ein, hier einen Namen und alles weitere machen wir dann gleich. So, hier bei Name könnt ihr dann irgendwas eintragen, was euch passt. Ich mache das immer so Freifunk, also FF Freifunk Access Point 2 und dann Held IT Services. Da könnt ihr irgendwas eintragen, wie er eben heißen soll bei euch, euer Knoten. Dann bei Use Internet Connection müsst ihr einen Haken reinmachen, wenn ihr wollt, dass dieser Freifunk-Hotspot oder Router euren Internetanschluss nutzt. Macht ihr das raus, dann sucht er sich einen anderen. Dann könnt ihr hier auch die Bandbreite limitieren. Mache ich aber nicht. Könnt ihr auch nachträglich noch ändern, wenn dann euer Hotspot so super stark genutzt wird. Oder ihr macht es in der Fritzbox oder in eurem Router, dass ihr das dort limitiert. Ja, wer möchte, dass sein Router hier auf der Freifunk-Webseite zu finden ist, auf der Karte, der kann hier noch Längen- und Breitengrad eintragen. Wo ihr diese Daten herbekommt, zeige ich euch jetzt. So, ich bin jetzt hier bei Google Maps und habe mir mal hier einen fiktiven Standort rausgesucht. Ihr seht jetzt halt hier die und die Nummer, die braucht ihr, das sind Längen- und Breitengrad und die tragen wir dann bei unserem Router ein. Genau, so schaut das Ganze dann aus. Und hier unten habe ich noch eine E-Mail-Adresse eingetragen. Müsst ihr nicht, könnt ihr, wenn irgendwas mit eurem Knoten ist, dass man euch kontaktieren kann. Ja, das macht hier jetzt in meinem Fall natürlich keinen Sinn, das ändere ich dann noch ab. Ja, und jetzt total easy noch auf Save und Restart und dann haben wir es auch schon fast geschafft. So, der Knoten ist jetzt halt eingerichtet und der Router startet jetzt nochmal neu. Und dann im Anschluss sollten wir auch einen VPN-Key angezeigt bekommen. Wenn wir das nicht bekommen, zeige ich euch aber, wo ihr den trotzdem dann noch herbekommt.
Habt ihr keinen VPN-Key angezeigt bekommen, den wir aber dringend brauchen, und müsst nochmal oder aus anderen Gründen auf die Konfigurationsseite, drückt ihr einfach lange hier drauf, auf den Reset-Knopf. Da müsst ihr dann so lange drauf drücken, bis hier alle Lichter einmal komplett aufleuchten und dann einfach kurz warten, weil dann rebootet das System nochmal kurz neu. Und dann können wir uns nochmal auf die 192.168. So, dann sind wir jetzt hier zurück auf unserem User Interface und gehen hier oben einfach auf Advanced Settings. Jetzt hat. Genau, und hier seht ihr dann einige Informationen über euren Router und hier unten sieht man auch den Public VPN Key, den wir jetzt dann gleich brauchen. Und den Public VPN Key ist, ihr seht hier, ich habe mir den gerade schon mal ausgewählt und auf Steuerung C gedrückt und habe mir den kopiert. Und jetzt gehen wir auf die Freifunkseite zurück und melden unseren Knoten noch im Freifunknetz an. Dazu gehen wir hier einfach auf Router anmelden. So, dort angekommen, gehen wir dann auf Knoten, neuen Knoten anmelden und geben hier den Knotennamen ein, den VPN-Schlüssel, die MAC-Adresse und gehen dann hier auf Knoten an. Ja, dann haben wir es auch schon geschafft mit der Anmeldung. Und wir kriegen hier jetzt noch einen Token, den sollen wir uns aufschreiben für spätere Änderungen. Genau. Und dann müssen wir jetzt kurz noch das LAN-Kabel umstecken und dann haben wir auch alles schon geschafft. Bei der Fritzbox ist es standardmäßig LAN-Port 4, den ihr aber erst freischalten müsst. Also auf Heimnetz, Heimnetzübersicht, Netzwerkeinstellungen klicken und hier den Haken reinmachen, Gastzugang für LAN 4. Ansonsten habt ihr Kuddelmuddel in eurem Netzwerk. Wichtig. Dann jetzt hat hier den LAN-Stecker aus der gelben Netzwerkbuchse in die blaue WAN-Buchse reinstecken und dann beim Router das andere Ende in LAN-Port 4. Wichtig, in diese gelben LAN-Boxen dürft ihr kein Gerät reinstecken, außer ihr wisst genau, was ihr macht. Ansonsten habt ihr viel Kuddelmuddel in eurem Netzwerk. Klebt die vier LAN-Buchsen am besten mit einem Stück Panzertape oder irgendwas anderem ab. Dann stellt den Router am besten an ein Fenster und viel Spaß mit eurem Freifunkrouter. So, ich bin jetzt halt mit meinem Handy mit Freifunk verbunden, mit dem Freifunk-Hotspot. Und wenn wir jetzt halt auf den Internet-Online-Monitor der Fritzbox gehen, sehen wir hier, dass der ganze Traffic über den Gastzugang geht. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Sicher ist sicher und lieber ein Stück Panzertape auf die LAN-Ports, dann kann hier keiner was anschließen und dann kann es auch kein Kuddelmuddel geben. Ihr habt jetzt gesehen, wie super easy das ist, so einen Freifunk-Hotspot einzurichten. Ja, wer Lust hat, macht es nach und treibt die Initiative voran, die Freifunk-Initiative. Wer Hilfe braucht, schreibt mir gern eine Nachricht.